So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir spielen jetzt wieder auf Willow Street. Und ich habe mich von meiner Niederlage vorhin erholt. Und jetzt geht's rund. Wir werden jetzt erstmal hier schön... Parabolmikrofon, okay. Bewegungssensor und wieder ein Geister-Event. Alter, was, ey. Startausrüstung machen wir gleich auch noch. Noch einen muss ich noch ein paar sammeln und noch ein paar drei Sterne-Fotos machen. Diese Aufgaben ab in random. Okay. Die Dose hier. Was wir gleich mal machen können, ist, wir müssen noch mit Startausrüstung gewinnen, ne? Dass wir sagen, pass auf, ich werde gleich mal den Schwierigkeitsgrad abartig hochdrehen. Im Custom. Und dann versuchen wir es mal nur mit Startausrüstung. Das wäre doch immer spannend. Das ist kein Hiding Spot hier. Keinerlei Hiding Spots. Im Wohnzimmer nicht geguckt, ist da eins. Da ist ein Knochen. Vor allem in erster Linie. Auch kein Hiding Spot. Alter, was? Alles anders, aber immerhin. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Okay, da haben wir auch noch einen. Okay, die beiden Schlafzimmer. Das heißt, der Geist wird auf jeden Fall in beiden sein. Das ist Zwillinge, pass mal auf. Bist du hier unten? Bist du da? Geist? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Drei Hiding Spots, also beiden Schlafzimmern und hier unten im Keller. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Oh, die hat eine Katze. Whiskas! Whiskas! Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Lässt sich ja bitten, ne? Schöner Stern. So. Obwohl, Mikrofon ist ja auch Phase hier. Der Geist ist irgendwo in der Nähe ein Heilingspot ist oder so. Vielleicht ein Gang oder so. Was ist der Geier? Ein bisschen. 4, 10, 8, 6, 9, 13, 14. Hier sein. Null. Ist hier eine Garage?
Okay. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gut. Erledigt. Jetzt mit einem Bewegungssensor. Aber das Zimmerchen auskleiden. Meine Sanity in Ordnung. Aber ein Kruzifix nehme ich auch schon mal rein. Dann können wir das nämlich schon mal ein bisschen schützenswert machen. Sehr schön. Also ich höre den Geist ja, ich habe gehört, den Bewegungssensor schon aus. Das war ich selber. Gut, den muss er halt dann noch. So, nicht das Problem, nehmen wir zwei rein, dann haben wir das auch. Das Kruzifix nehmen wir auch noch mit rein. Was sagt denn so Cam hier? Wow. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist eine dunkle Bude da. Nachtsicht übrigens. Kein Problem. Drei. Die Sachen da geworfen. Eine Minustemperatur, okay. Dato noch keinen Dämon oder so. Also, heißt noch lange nichts. Jetzt kommen wir in Hunting Range. Ich mach mal ein Pillchen. Da haben wir noch ein bisschen Ruhe. Geist-Saving kann man immer noch machen. So, ist ja schon irgendwas? Ja. Okay. Das Zimmer mit. Das und das. Da gehen wir noch mal rein. 90% Sanity brauche ich jetzt auch keine Angst vor einer Hand haben oder so. Das ist einfach erstmal interessant, damit wir das auf jeden Fall ne? Das Objective erstmal abschließen. Ich glaube, erstmal die Chance haben, es abzuschließen. Ja, pass mal auf. Schreibe ins Buch. Ja, lustig. Baulampe kann ich auch mit reinnehmen dann jetzt. Kamera ist ja schon drin, das heißt, dann ist noch ein Dots, noch ein Buch und die UV-Lampe mit. Dots, Dings und UV-Lampe. So. Werden wir etwa jetzt Fingerabdrücke finden? Werden wir. So, schreibe das Buch, bitteschön. Hey.
zählt nicht mehr. Fingerabdrücke. So, jetzt gucken wir mal, was sie hier unsere Kameras hergeben. Ich hab da den Breaker-Dings gerade aufgemacht. Ja, ruhig soweit. Ist ja auch kein Orb oder so. Dots, das habe ich ja erstmal auch nicht gesehen. Bin jetzt auch noch etwas ungeduldig. Kann noch kommen. Lass mich mal mit. Gehe ich noch einmal durch den Raum. Da können wir mal fragen, ob der Geist zu Hause ist, würde ich sagen. Alter, er wirft den Boden um. Bist du hier? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du in der Nähe? Gib mir ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bilder. Na gut. Gib mir ein Zeichen. 7 Grad. 6 Grad. Gib mir ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Hier, schreibe ins Buch. Oder bist du irgendwie aktiver? Schreibe ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Okay. Gin könnte es natürlich sein. Wenn der natürlich jetzt immer zwischen Küche und Dings hin und her geht, hat sich eine andere Kamera vielleicht etwas angebrachter. Riecht's ja durch nur vorne, der geht nicht so in den hinteren Bereich. Okay, da will ich die hinteren Dots mal abreißen. Noch mit reinnehmen, eventuell mal Kamera besser. Here we go.
Sanity. Kommen langsam in den Range. Ich muss vorsichtig sein. Wahrscheinlich einfach mal ein Kruzifix auch in die Küche legen. Matchstick holen auf jeden Fall, ganz wichtig. Weil ich noch nicht weiß, was jetzt hier gleich passiert. Der Camp ist aufgesetzt hier. Geisterbuchsen sich mit einem Buch kann es noch sein, Gefriertemperaturen kann es sein, Dots und Geisterorb. Bei Orb habe ich nicht gesehen. So. Ist der Orb auch sozusagen jetzt über der Kamera? Ich werde mal noch mal reingehen. Sowieso noch weiter eben. Pass auf. Immer einmal Pille. Weil wir müssen sowieso erstmal einfach zu bringen, Geister-Events zu machen. Ja. Cam mit rein. So. Here we go. Gib mir ein Zeichen. Komm schon, gib mir ein Zeichen. So, was kann es nicht mehr sein? EMF liegt hier. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Hier, ich habe noch ein Messer. Willst du mit mir anlegen, Geist? Ja. Hier, ritze was ins Buch. Schreibe ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Also, bei einem
Goryeo kann ich das, glaube ich, mit der. Warte, mit der. Gib mir ein Zeichen, bist du da? Bist du hier? Wo bist du? Bist du in der Nähe? Alter, was ist denn hier mit dem? Der lässt sich hier aber auch bitten, ne? Das war das Geister-Event, was ich gebraucht habe, ne? Ja. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch, komm schon. Was ist jetzt genau passiert? Interaktion, okay. Sekt oder Selters? Beides Fingerabdrücke. Gehen. Jetzt habe ich zwar schöne Bilder gemacht und sollte vielleicht nicht so gegen die Maus hauen, damit sich irgendwie die Hand wieder dran legt. Ich spiele mit einer Hand, ihr wisst, wo die andere ist. wir beobachten jetzt mal eine Weile. Orb sehe ich jedenfalls keinen. Dots auch nicht. Also bei Dots hatte ich bisher noch nicht mal das Gefühl eingesehen zu haben. Weil ich das Gefühl nicht habe, wird er da sein. Eine neue Kamera aufgestellt, nicht wahr? Da. Die war die neue. Da rennt er ja auch immer viel rum. Und da was passiert. Weil wenn nicht, kann ich. Also Orb sehe ich nirgendwo. Den werde ich dann ausschließen können. Na los. Obwohl ich fast Dots auch ausschließen kann, glaube ich. Sagte er und dementsprechend läuft er durch. Wir haben einen Goryeo, Ladies and Gentlemen. Alle Aufgaben sind erfüllt, alle Fotos sind gemacht, wir haben überlebt, wir sind fertig. Wenn er sich halt nicht lange drücken lassen hat, muss man sagen. Aber hey, wir haben mal wieder gewonnen, ist das nicht schön? Ja, und jetzt in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie ich mit Startausrüstung auf abartig hohen Schwierigkeitsgrad spiele. Einfach zum Spaß. Weil ich soll damit ja nur. Ich verliere dadurch nichts. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Nice, Freunde. Richtig schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.